Jo, willkommen zurück zu Siberia 3. Ja, ihr seht schon, wir sind wieder im Kohlelager und müssen jetzt den Dampfer mit Kohle versorgen. Draußen ist der Kran, draußen ist alles. Ich habe ein bisschen umher experimentiert. Ja, ich komme ja hier, wenn ich vom Hauptmenü zurückgehe, immer wieder raus. Ja. Moment, wie habe ich denn die Schiene verstellt? Ja, ich kann die Lore nach vorne. Okay, die gehen auch nach vorne. Ja, mir ist was nicht aufgefallen und das ist das hier. Ich habe mich ja beschwert, ja, dass man hier keinen Hauptschalter hat, um rauszufinden. Oder um das zu aktivieren mit der Kohle. Oder ist das mit dem Stock? Hier habe ich das entdeckt. Und ich würde mal meinen, in dem vorletzten ist was drin, oder? Hat sie den Stock dann immer noch, wenn ich jetzt die Lore dahin fahre? Wo ist das Teil? Hier. Stimmt da. Okay, vorletztes. Okay, dann lass uns mal das Glück versuchen. Okay. Oh, habe ich das noch nicht eingesammelt? Ist das nicht so? War das nicht gespeichert? Hey? Okay. Dann war es noch nicht gespeichert. Seltsam. Also diese Rutschbahn praktisch für die Kohle. Okay, alles klar. Jetzt kann ich loslegen. Jetzt haben wir es zusammen. Ja, ich sollte mich aber nicht zu früh freuen, vielleicht. Ja, mal sehen, wie lange das mit dem Kran dauert. Mit dem Kran. Ich muss das Kohle ja da noch in die Richtung bringen. Oh, Wahnsinn, ey. Hab ich letztens ewig gebraucht. Oh! Ja, das sehe ich, 9,4% haben das auch geschafft. Natürlich. Komm schon, meine Güte. Ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich endlich mal das Fahrzeug zum Einsatz hier vorne. Tatsächlich sogar. Ah, schön, kleiner Traktor. Ich mag die Technik von Siberia. Oh. Oder auch nicht. Steht ein Hinweis. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Moment. Hier oben ist was. Was ist da los? Und jetzt? Brauche doch irgendwie. Oder brauche ich den Knopf oder brauche ich den nicht? Ach so. Okay. Ach, naja, so kleine Rätsel. Ich hab's richtig gemacht. Ach du liebe Zeit. Ich will dann nur nach draußen fahren. Ich muss doch nach draußen fahren. Wieso fährst du denn jetzt geradeaus?
Ach, das ist noch nicht umgestellt, ja. Ich muss aber trotzdem zurückfahren jetzt. Dumm gelaufen, ja. Ah, ja, Gott sei Dank. Oh, es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich hier drin bleibe. Also ja, das hat es eben nicht mitgespeichert. Da kann ich auch nichts machen. So. Ja, genau. So. Das meine ich. Diesen Hebel. Und zack. Wieder den Mechanismus. Ich muss mir das merken oder ich probiere halt einfach immer wieder. Und läuft das hier. Schön, wunderbar. Ist das das einzige Mal, wo ich Kohle holen muss? Oder muss ich noch mal rein? Das ist hier die große Frage. Oh, zumindest geht es weiter. Da muss ich nur noch den Kutter beladen. Hauptsache, die Klappe ist auf. Da oben. Ich Hauptsache, das ist offen. Na, ich schaue lieber nochmal hoch. Ja. Ich weiß, die Ladezeiten, das nervt mich genauso. Die kleinen Schritte, so weit weg ist das ja auch nicht. Ja. Was soll ich denn ständig erzählen? It is what it is. Oh yeah. Damn it. Wenn die Luke jetzt... Ja, die Luke ist offen. Die ist offen. Jetzt ist wichtig, den Kran zu bedienen. Aber wo... Wie lagere ich das ein? Muss ja auch irgendwie... Wie hat sich den Kran ja jetzt betrachtet? Also bedeutet das, dass ich das dann jetzt machen muss. So. Oben ist alles offen. Hat vielleicht jetzt das Pult hier einen Sinn? Oh, ja. Wir haben ja noch den Code. 050, war das so? 0509, der gleiche Code wie für die. Wieso war das jetzt eine 8?
erkennt das nicht so richtig. Keine Ladezeit mehr. Nein? Okay. So, das war fürs Greifen. Merken wir uns. Was ist das? Schwenken. Greifen. Okay. Jetzt brauche ich die Ansicht. Nein, das ist, glaube ich, falsch. Da muss in die... andere Richtung. Muss auch irgendwo schwenken, Leute. Probiere ich es mal aus. Ach nein, das Greifen war hier. Ah, ich hab's. Moment, drehen, wir sind hier richtig. Nein. Alter. Aus. Naja, ich sag mal. Nicht so weit rum. Nicht so weit rum. Also ich habe jetzt immer noch nichts begriffen. Ich muss den Kran irgendwie weiter vorkriegen, weiter vorbekommen. So. Kann ja auch was damit zu tun haben. Muss weiter vorgefahren werden, auf jeden Fall. Irgendwas blockiert. Irgendwas ist hier, was mich blockiert. Nein, das ist, glaube ich, falsch. Also, komm. Oh, jetzt geht wieder mal nichts. Hm.
Muss da sich irgendwas auch drehen bei der ganzen Schiene hier unten? Das ist doch nicht normal. Irgendwas muss doch gehen. Nein, ach nein, nein. Nicht so rumdrehen schon wieder. Das ist schon wieder. Oh, ich bin jetzt. Das ist verwirrend, echt. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier bitte schweig, bitte lass mich den komischen Dings hier wegdrücken, den. Den Bums. Und wie geht er jetzt runter? Runter. Das ist doch jetzt genau da drüber, ist das doch. Oder etwa nicht. Drüber. Alter, was wollt denn ihr noch? Da vorne komme ich nicht rüber. Da dreht nichts. Ey, das ist doch krank. Das ist auch ein Spiel so zu strecken. Wieso dreht sich ja nichts? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war jetzt richtig. Hasse. Es dreht immer in die falsche Richtung, obwohl ihr seht ja, es ist ja wurscht, wohin ich drehe. Jetzt mach doch mal da drüber über das ganze Dings. Oh, ei. Schütz aus. Schütz bitte endlich aus. Die ganze Zeit nur damit zu tun. Offenbar haben Sie das mit der Kohle gut gemacht, Kate. Gut. Alles ist bereit, um den Wassertank zu füllen. Jetzt müssen wir nur noch den Wasserturm mit der Kristall verbinden und da hinaufklettern, um den Mechanismus manuell auszulösen, damit das Wasser fließt. Na dann, machen Sie es mir vor. Haha, Sie machen sich wohl über mich lustig. Ich habe zu viele Seepocken am Kiel, um den Akrobaten zu spielen. Schon gut, verstanden. Ich mach's. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zurück zu mir an Bord. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir ablegen können. Genau so habe ich jetzt gerade mit dem Kopf geschüttelt. Okay. Wasserturm ist das hier. Mann, oh Mann, ey. Der Kapitän sagte, ich soll erst den Wasserzulauf auf der Brücke der Kristall anschließen.
ist schon klar. Also diesmal ist ja echt viel rumgerenne, ja. Echt viel. Den Wasserzulauf an der Kristall, das kann ja wohl nicht schwer sein, ne? Da ist ja bestimmt so ein Schalter oder was weiß ich. Mein Gott. Zieht sich das momentan. Das mit dem Kran, das war jetzt wirklich nicht schön. Oh, hier passt wieder was nicht. Jetzt passt was. Achso, ich kann laufen. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz. Meine Güte. Faszinierend, würde Spock sagen. So, jetzt aber. Na, er hat ja auch gemeint, es gibt noch viel zu tun, bevor wir ablegen können. Das bedeutet, es gibt wieder viel zu tun, ja. Viele kleine Dinge noch, was weiß ich, was vielleicht auch mit den Dukol so zu tun hat. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt war es kurz weg. Treffen Sie sich mit dem Kapitän an Bord. Ja. An Bord der Kristall natürlich. Ich hatte schon Angst, dass ich zweimal Kohle holen muss. Aber das mit der Kohle hat zum Glück gereicht, dass ich das einmal machen musste. So, ja, jetzt bin ich gespannt, was für Aufgaben sind noch zu erledigen. Ein langer Weg, bis man loskommt, bis man hier wegkommt mal. Alter Schwede. So, ja, Kapitän auf der Brücke natürlich. Gestochen aus. Dann lass mal hochgehen. So. Ich habe mich um das Wasser gekümmert. Alles lief glatt. Bei Ihnen alles in Ordnung? Nein. Der Zündschlüssel für die Kristall. Ich kann ihn nirgends finden. Ohne ihn können wir nicht starten. Kapitän, waren Sie wieder im Gasthaus, während ich weg war? Nein, natürlich nicht. Also denken Sie nach. Wir müssen den Schlüssel finden. Herr im Himmel, jetzt weiß ich es. Vor 20 Jahren, als ich ohne die Automaten aus Baranur zurückkam, haben mir alle ziemlich hart zugesetzt. Kapitän, ich verstehe nicht, worauf Sie... Also verbrachte ich die ganze Nacht im Gasthaus. Sie hätten mich sehen sollen, als ich auf die Brücke der Kristall zurückkam und... Und? Und ich warf den Zündschlüssel der Kristall ins Wasser. Ich schwor, dass ich die verfluchten Gewässer des Sees nie wieder befahren würde. Also ist der Zündschlüssel für immer verloren? Ja. Ja. Ich fürchte schon.
Tut mir leid, Kate, aber wir stecken fest. Schon wieder habe ich alles gründlich vermasselt. Schon wieder. In Simon Steiners Werkstatt habe ich ein Modell der Kristall gesehen. Er hat das Schiff konstruiert? Ja, natürlich. Dann muss er uns helfen können. Vielleicht. Wer weiß? Es muss einen Zweitschlüssel geben. Ich weiß nicht. Als Steiner die Kristall fertig gebaut hatte, gab er mir jedenfalls nur einen. Seien Sie nicht zu hart mit sich selbst, Kapitän. Ich finde eine Lösung. Natürlich. Wenn Sie das sagen. Alles ist beim Teufel! Der Zweitschlüssel, wenn der bei Steiner ist, dann muss ich das jetzt wieder finden. Die Werkstatt, also dieses Uhrmacher-Gedöns. Ja? Oh. Zündschlüssel, also. Leute. Jedes Auto hat einen Ersatzschlüssel. Du bekommst immer einen Ersatz. Und jemand hat einen. Bei so einem riesen Kutter kann ich mir nicht... Außerdem, das kann ich auch kurz schließen. Ich hätte ja auch das Messer gereicht. Keine Ahnung. Am Zündschlüssel hängt's. Hat man Worte dafür? Weiß nicht. So, in welche Richtung war jetzt nochmal die... Okay, ich bin ja jetzt nicht... Ich muss sowieso ins... Ja, es ist egal, wo ich jetzt lang gehe. Ich muss... Oh, halt. Nein, das ist die Taverne. Das war die Taverne. Gehen Sie links, hieß es. Jetzt komme ich doch wieder zu den Streikposten, ne? Ach Mädel, Mensch, unsichtbare Wände halten mich jetzt nur auf. Ja, wir müssen noch mal eine Dorf... Und, ach nein, das ist doch alles falsch, was ich hier mache. Das sind die Demonstranten. Dann muss das auch sein. Zündschlüssel. Das ist der Bürgermeister, ja, das weiß ich, das habe ich mir gemerkt. Und wetten, ich muss noch zu dem Bürgermeister hin. Könnte das hier irgendwo sein? Steiner, der war doch in irgendeiner Gasse. Er hat sich doch versteckt. Die Glocken, die sind schon passend. Gehst du hier hoch? Wieso geht sie jetzt nicht hier hoch? Meine Güte, ey. Renne ich zu viel auf die Treppen zu, oder wie? Na. Willkommen in der Seilbahnstation von Balzimbor. Schön. Steiner ist zur Klinik raufgefahren. Gut. Steiner ist zur Klinik raufgefahren. Das ist nicht gut. Das Abschalten der Seilbahn heute Morgen hat Chaos verursacht. Das ist nicht gut.
Sorry, dass ich mich so verlaufe. Das war nicht meine Absicht und zu dem Bürgermeister gehe ich auch jetzt nicht hin. Wir wissen zumindest, dass Steiner da hochgefahren ist. Vielleicht ist ja sein Geschäft auch noch offen. Wenn ich es denn mal finde. Wiederfinde. Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Billiger als bei den Nomaden. Nichts dergleichen. Es tut mir leid, Leute, ich habe ein sehr schlechtes Orientierungssystem. Geh hier hinter jetzt. Ich glaube, hier war ich richtig. Geh weg. Genau. Boah. It's a little bit anstrengend for my brain right now. Ja, mal sehen. Zweitschlüssel. Das Modell, das habe ich ja schon gesehen, das Modell, das ist nur beleuchtet. Ob das jetzt wirklich was beinhaltet, werden wir gleich sehen. Guten Tag. Kate, wie laufen die Vorbereitungen mit dem Kapitän? Wir kommen voran, aber wir brauchen die Hilfe Ihres Großvaters. Ist er hier? Er ist gerade mit dem künstlichen Bein für Kirk zur Klinik aufgebrochen. Ich passe so lange auf den Laden auf. Vielleicht kann ich helfen? Also, wir brauchen einen zweiten Zündschlüssel für die Kristall. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wo einer sein könnte. Außer dem Modell unten bewahrt er nicht viele Souvenirs aus der Zeit auf, als er die Kristall baute. Dürfte ich vielleicht mal nachsehen? Natürlich, hier nehmen Sie das. Damit können Sie das Modell aus der Nähe ansehen. Ich krieg wieder eine Kurbel. Das Modell der Kristall ist unten. Ja, ich weiß. Ich dachte, es gibt noch was zu bequatschen. So. Kurbel. Ich vermute mal hier. So. Schauen wir mal. Ein kleines Beiboot. Ist das wieder ein Rätsel? Ich wäre verrückt. Welche Zahlen muss ich denn hier wieder rausfinden? Toll! Echt toll, die Kristall. Fahre nach Baranur. Nach genau 2 Jahren, 8 Tagen Arbeit wurde dieses 60 Meter lange Industriejuwel vom Bürgermeister Port Bolekani eingeweiht und befördere. Ja, steht hier was von irgendeiner Zahl. Thank you.
Wieso war das aus? Ich weiß nicht, welche Zahl ist da hier irgendwas zu sehen? Irgendwo ein Hinweis zu einer Zahl. Schlüssel-Rohling. Ich habe null Ahnung, wozu ich den brauchen soll. Schlüssel-Rohling, wahrscheinlich muss ich einen Schlüssel herstellen. Den Ersatzschlüssel. Ach du liebe Zeit, ja, wir haben ja wirklich noch eine Menge zu tun. Soll ich dort den Schlüsselrohling reinsetzen? Na, dazu bräuchte ich erstmal die genaue. Ja, und das Beispiel kommt wahrscheinlich hier rein. Und dann muss ich die Zahl wissen, die ich dort unten einfügen soll. Ja, die ich an der Wählscheibe wählen soll, die Zahl. Das ist wichtig. Also hatte Steiner genug Zeit, die Prothese fertigzustellen. Perfekt. Werkzeuge, die Hans gefallen hätten. Ich muss nur mal nach oben, vielleicht spricht sie ja mit mir. Ich mag das da verzweifeln. Ich muss ja irgendwo einen Hinweis finden. Ein Prototyp für die Voliere der Klinik? Ah ja. Dieser Zündschlüssel im Modell muss die einzige existierende Kopie sein. Welche Zahl? Ihr sind schon wieder, hier sind ja zig. All das Geklapper muss nach einer Weile richtig anstrengend sein. Welche Zahl ist jetzt richtig? Ich kann ja nicht einfach so wählen. Vielleicht steht ja was in dem Logbuch. Ist hier eine Zahl? Nein. Oh je, ich suche nur nach Zahlen. Also nehmt mir es nicht übel, wenn ich jetzt nichts lese davon. Das ist ziemlich harter Tobak und viel. Oh, ich drücke immer falsch rum. Ne? Du sollst es nicht zumachen, du sollst aufmachen. 2, 3. Das hilft mir auch nichts weiter. Zeitungsartikel. Rezept. Den Code wieder nehmen. 0509. Probier's mal aus. Probier's mal
Oh nein, hier sind Zehnerzahlen. Oh. Ach, Mensch. Echt jetzt? Yo, Leute. Ich muss eine Pause machen jetzt mal kurz. Nicht, weil ich ein Typ bin, der ständig in irgendwelchen Lösungen schaut. Glaubt das bitte nicht. Aber, naja. Oh, alter Schwede, wie... Ich geh noch mal raus. Das ist mit dem Controller wieder eine Katastrophe. Nein, auch nicht das. Das war falsch jetzt. Das gibt's aber nicht. Wir halten fest, wie sind die Zahlen? 30, 80, 60 muss ich hier eindingsen. 30. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn das jemals schaffen? Ich muss ja so langsam agieren. Ich brauche den Schlüssel. Ach du liebe Zeit. Liebes Lot. Tatsächlich sogar. Ein Zündschlüssel. Aber er ist viel zu klein für die Kristall. Nächste Sache. Ich hatte ja schon angefangen, hier was einzulegen, ja. Da müsste eigentlich schon die, passendes Stück drin sein von unten, der Rohling praktisch. Ja. So. Wir haben den. Original. Schlüssel drin, der ist jetzt festgemacht. Der dürfte fest sein. Oder war da auch noch so ein... Nein. Wie groß muss er denn sein, der Schlüssel?
groß muss der denn sein? Okay. Halt, Moment. Hier ist eine Kurbel. Was ist mit der Kurbel? Okay, ich glaube, ich muss ja alles durchgehen. Oder ich muss schauen. Das mit der Kopie hat funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. Okay. Die richtige Größe, die kann ich ja nur rausfinden, indem ich mir den Schlüssel mal betrachte. Ah, der steckt jetzt hier drin. Ist natürlich klar. Logisch, 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 dass ich wieder alles falsch mache von Anfang an. So. Wie groß ist dieser Schlüssel? Bevor ich den wieder rein tue. Was steht hier? 50%? Was ist Also ein hilft mir jetzt nicht weiter. Hier stehen auf jeden Fall an beiden Seiten 50%, ob das was zu melden hat. Jetzt tut er den Schlüssel bitte wieder rein, ja, 50%. So, zu. Und wir probieren wieder alles aus. Nehmen uns noch einen Rohling. Allerdings nicht sinnlos ausprobieren, sondern ich nehme mal diese 50%. So, erstmal rein damit. Unten steht eine 50. Unten steht die 50. Und wie ging denn das jetzt? Macht er schon los. +50, ich müsste ja eigentlich auf 100 gehen, ja? Wenn ich mal davon ausgehe, dass das schon fertig oder ist das jetzt wieder immer noch der? Das mit der Kopie hat funktioniert, aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. Ich bin doch drauf gegangen. So, was steht denn hier? 200. Da war ich erst. Da war ich jetzt hier. Okay, es hat Klick gemacht. Ich nehme mal die 50. Na, wie schon gesagt, ich werde am Ende werde ich alles durchmachen. Und dann aber hoffentlich nichts mit zum Boot. Zack, 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 dasselbe nochmal. Und die Klappe zu. Deckel drauf. Und wir sehen, es wird wieder falsch sein.
Zumindest weiß ich, dass ich die Größe voreinstellen muss. Das mit der Kopie hat funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. Soll ich wirklich auf 200 gehen? Okay, ich gehe jetzt ganz nach oben. Jetzt wird es ganz verrückt. Hätte ich es dann vielleicht von Anfang an machen, von oben nach unten. Wird schon, wird schon, wird schon. Wir kriegen es noch raus. Kann doch nicht schwer sein. Klappe wieder zu. Wir kommen von ganz oben. Das mit der Kopie hat funktioniert, aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. So, was habe ich jetzt alles durch? War die 50 schon dran hier unten? Zum Glück wird hier nichts leer. Genießt einfach die Musik. Wer will, kann auch vorspulen, ja. Wenn es euch jetzt so lange dauert. So, wir sind hier unten bei 50. Bestimmt wieder falsch, es ist natürlich klar. Ja. Das mit der Kopie hat funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Schnalle, wollte ich sagen. Jetzt bin ich ganz oben. Ist übrigens nicht die richtige Sprecherin von Kate Walker von damals. Von den ersten zwei Teilen. Leider nicht. Also nebenbei als Beruhigung. Ich beruhige mich da noch ein bisschen selbst. Wenn das hier nicht funktioniert, muss ich an was anderes denken. Sonst macht mich das kaputt im Schädel. Ist aber auch keine Klappe, die ich wieder drüben mache. Okay. Wir sind ganz oben. Ist aber wohl jetzt die letzte Möglichkeit, oder? Das mit der Kopie hat funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe. Muss ich irgendwo die Kopie schleifen oder sowas? Ist die jetzt hier drin, die Kopie? Nein, hat sie nicht eingesteckt. Um Gottes Willen, zum Glück. Ich gehe von oben nach unten. Wie gesagt, spult vor, wenn es euch nervt. Weil mich nervt es jetzt ohne Ende gerade. Welche Größe denn? Das ist ja wohl der letzte kleine Schritt hier. Mach zu den Deckel her. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich ausgelassen habe. Das hätte ich vielleicht drauf schauen sollen. Oh, habe ich es geschafft. Also hatte Steiner genug Zeit, die Prothese fertigzustellen. Perfekt. Also das zweite von oben ist die richtige Schlüsselgröße. Sieht aus, als würde der zu den meisten Schlössern an Bord der Kristall passen. Okay.
dann zurück jetzt in Richtung Hafen, Richtung Kristall, in der Hoffnung, dass es jetzt weitergeht. Keine Sorge. Sobald Großvater mit Kirk zurückkommt, sage ich ihnen, dass sie gleich zu ihnen auf die Kristall gehen sollen. Na, das ist wenigstens mal eine gute Idee. Dass ich nicht hier noch genug Zeit hier verbracht. Das zweite von oben war es. Es kommt davon, wenn man so durcheinander das alles macht. Aber sei es drum. So, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz rumschalten. Ihr seht das ja nicht. Ja? Wenn ich nachschaue, wo ich bin. Mit der Aufnahme meine ich. Okay. Immer wieder durch die Gasse, wie ich von Anfang an hätte laufen sollen. So, Freunde. Da ist das Pub. Das sagt mir, dass ich hier richtig bin. Komisch, jetzt wieder durch, ja. Ja. Okay, was steht hier? Treffen Sie, ja, natürlich, auf der Kristall. Auf der Kristall mit dem Kapitän treffen und, mein Gott, kann man so ein großes Schiff nicht auch kurz schließen? Ich frag für einen Freund. Kann ja wohl nicht sein. Schlüssel verloren, läuft durch das ganze Dorf nochmal und löst noch Rätsel. Ja, ist ein Adventure, ich weiß. Gehört ja auch dazu. Ja, bin ich gespannt, ob es jetzt mal zur Abreise kommt. Es hat gespeichert. Ja, schön. So, Kapitän, ich bin wieder da. Schlüssel ist aufgetankt, Schlüssel ist da. Kapitän weg, geht trotzdem los. Fantastisch, Kate. Das muss man ihnen lassen. Sie sind wirklich gewieft. Können wir jetzt los? Ein letztes Problem müssen wir noch lösen. Die Schleusen, durch die wir zum See gelangen, sie sind per Beschluss des Rathauses geschlossen. Sie müssen einen Weg finden, sie aufzukriegen. Was schlagen Sie vor? Das Beste ist es, Bürgermeister Buljakin um die Erlaubnis zu bitten, sie wieder zu öffnen. Aber nur, dass Sie es wissen. Er ist so schwer zu packen wie ein nasser Fisch, also Vorsicht. Oder Sie besorgen einfach etwas Sprengstoff und dann... Bumm. Dann versuche ich lieber mit dem Bürgermeister zu sprechen. Danke. Wer hätte das wohl gedacht? Ich hab's schon gesagt, wo ich an dem Haus vorbei bin vom Bürgermeister, der hat noch irgendwann mal einen Sinn. So. Die letzten zwei Ladezeiten hoffe ich, wenn ich von Bord gehe und wenn ich auf Bord wieder zurückkomme. Ja? Das habe ich echt gewusst. Der Bürgermeister da noch. Da kommt die Bürokratie wieder durch. Das kenne ich vom ersten Teil noch. Da war auch ziemlich bürokratische Dinge zu erledigen, ehe ich erstmal los durfte. Ja, das ist schon krass. Es ist schon, ja.
Aber wir sind ja auch hier, wie es scheint, in einer Art kalten Krieg. Ja. Könnte man so bezeichnen, ja? Siberia, die ganzen Spiele. Kalte Krieg. Bürgermeister, ja. Wo war das jetzt wieder? Demonstranten, die waren irgendwo... nicht dort lang, sondern diesmal wirklich hier lang, schätze ich. Wir machen wieder einen Dorfspaziergang. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich es auch einfacher bekommen. Ah, hier vorne wird demonstriert. Beim Bürgermeister wird demonstriert. Ich andersrum, andersrum, mein Gott! Kameragedöns. Ist ja furchtbar. Meine lieben Freunde, bitte! Bitte, bleiben Sie ruhig, ich bitte Sie! Wir beruhigen uns, wenn wir bekommen, was wir wollen! Ja, Nomaden raus! Meißen Sie die Yukon sofort raus, oder... Ich möchte jetzt den Stempel. Herr Bürgermeister? Ja, was ist denn jetzt? Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Bitte verzeihen Sie die Störung, so ganz ohne Termin und alles. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Ich weiß, wie knapp bemessen die für Sie ist. Es sei Ihnen verziehen, meine Liebe. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie sich vorstellen, die Schleusen des Hafens wieder zu öffnen? Wie bitte? Sagten Sie die Schleusen? Wozu um alles in der Welt? Ich höre Ihnen zu, meine Lieb. Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrer langen Reise, Herr Bürgermeister. Ich bat Kapitän Obo, uns mit der Kristall über den See nach Nahodotsk zu bringen. Kapitän Obo, die Kristall, die Yukol, fahren Sie fort. Nun ja, es wäre sehr undankbar von mir, Sie dafür zu kritisieren, dass Sie unsere gute Stadt von dieser Bürde befreien. Trotzdem fürchte ich, dass ich Ihre Bitte ablehnen muss, meine Liebe. Die Schleusen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung kommt von ganz oben, das verstehen Sie doch, oder? Nein, ich verstehe hier gar nichts mehr. Bieten Sie Ihren Vorgesetzten die Stirn. Ich wäre äußerst dankbar, wenn Sie antworten würden. Sie riskieren viel. Was ist jetzt richtig? Ich weiß, dass Sie und die Leute hier es nur zu gern sehen, wenn die Yukol die Region verließen. Und das werden Sie, wenn Sie die Schleusen öffnen lassen. Also zögern Sie nicht, Herr Bürgermeister. Hören Sie auf das Volk und lassen Sie die Kristall fahren. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich befolge nur Befehle und überhaupt kein Ausländer und noch dazu eine Amerikanerin kommandiert mich in meiner Stadt herum. Sie sind der Bürgermeister. Und nur Sie können entscheiden, was für Walsumbo richtig oder falsch ist. Warum setzen Sie sich nicht ein für alle Mal durch, indem Sie eine der Schleusen öffnen? Das könnte ich, natürlich. Aber die Lage ist kompliziert, verstehen Sie? Wenn Sie dieses Problem lösen können, werden Sie der Held Ihrer Wähler sein. Die ganze Bevölkerung von Walsumbur wird Sie unerschütterlich unterstützen und Ihre Vorgesetzten werden nichts dagegen tun können. Nun, ich muss zugeben, meine Liebe, dass Ihre Argumente mich überzeugen. Ich genehmige die Öffnung der Schleusen, damit die Kristall hindurch kann. Sie müssen jedoch wissen, dass es ein technisches Problem gibt. Deshalb müssen die Schleusen von Hand geöffnet werden.
Ich nehme an, diese Unannehmlichkeit wird eine so entschlossene und einfallsreiche junge Dame wie Sie nicht abhalten. Sie meinen... Ja, da der Techniker nicht da ist, müssen Sie selbst ins schlammige Hafenwasser tauchen, um die Schleusen zu öffnen. Das sollte Ihnen allerdings helfen, den Unterwassermechanismus zu betätigen. Wie soll ich denn da runtertauchen? Das, meine Liebe, ist Ihr Problem, will ich meinen. Einen wunderschönen Tag noch. Na toll. Was ist das, was ich jetzt gekriegt habe? Außer eine weitere Aufgabe. Was ist das? Größe US, was? Gleisen, Nord, Zahnrad, Flugmunter, Zahnrad, Größe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir hier noch einiges fehlt. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Also. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ich kam doch eigentlich direkt zum Boot. Oder nicht? Da oben ist die... Die Seilbahn, wollte ich sagen. Bin ich wieder hier? Nein, okay, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, wenn ich am Hafen bin, wo ich lang muss, und zwar... Vielleicht ist es ja auch nicht so schwer. Glaubst du doch selber nicht, was du hier siehst. Zahnräder, ich sehe ja immer irgendwelche Räder und alles rumliegen. Das hat nichts mit mir zu tun, ne? Runtertauchen, ja. Da brauche ich einen Tauchanzug. Schätze mal. Ah, jetzt müsste ich aber jetzt hier vorne nach links rauskommen. Ist aber auch ein Rumhergeschicke jetzt. So, und zwar hier ganz vorbei. Nicht nochmal aufs Schiff hoch erstmal. Schleusen müssen per Hand geöffnet werden. Ja. Entschuldigung. Ja. Wenn das hier hinten nichts zu bedeuten hat jetzt, dann weiß ich auch nicht, dann müsste ich zum Kapitän zurück und ich habe keinen Bock auf Ladezeiten. Genießt die Musik. Geht wieder nicht auf. Wie konnte ich nur denken, dass es so einfach ist? Doch zum Kapitän zurück. Wollen Sie einen Rat? Lassen Sie die Vergangenheit ruhen. Hä? Lass die immer ruhen. Ja, wahrscheinlich muss ich dann hier rein. Nein, wahrscheinlich nicht. Wäre ziemlich unpraktisch. Was sind denn die Schleusen? Was ist denn da? Wieso geht das nicht auf? Ist das wirklich was, was dann noch aufgehen soll? Hm.
Geh mal am Schiff vorbei. Ich geh mal ganz nach hinten. Ganz hier hinten war ein Tor. Schleusen. Wo sind denn Schleusen? Ich sehe ja die Leuchttürme, sehe ich ja hinten. Ach, was läufst du denn so komisch jetzt? Welche Schleusen? Nach der Katastrophe in Baranur hätten sie alle Schiffe unter Verschluss nehmen sollen. Brauchst du normalerweise bloß hier raus zu segeln. Wäre mein logisches Denken jetzt. Oh nein, wir gehen erstmal wieder zum Kapitän und quatschen uns dort ein bisschen, wenn der überhaupt was für mich hat. Runtertauchen. Echt jetzt. So. Mir fehlen die Worte. Und? Der Bürgermeister hat uns erlaubt, die Schleusen zu öffnen. Aber wir müssen es von Hand tun. Unter Wasser im Hafen. Da kann ich vielleicht helfen. Im Schuppen am Ende der Ufermauer sollten Sie eine alte Taucherausrüstung finden. Ich bin noch nie getaucht. Aber wenn Sie glauben, das geht, dann versuche ich es eben. Das muss unter uns bleiben, Kate. Es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Die Schleusen sind auch dazu da, das Monster des Sees vom Hafen fernzuhalten. Jedenfalls habe ich das gehört. Aber zu dieser Tageszeit ist es ungefährlich. Das Monster schläft den ganzen Tag. Wo finde ich einen Taucheranzug? Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Da sollte sich etwas in Ihrer Größe finden. Oder annähernd. Glauben Sie an das Seemonster? Wissen Sie, vor 20 Jahren war es nicht Baranur, das mir Angst machte. Nicht die Toten, die Strahlung. Das sagen die Leute, aber tatsächlich war es das verdammte Monster, das mich verscheuchte, wie ein Hai einen Sardinenschwarm. Es lauerte vor Baranur. Wahrscheinlich angezogen vom Gestank der Gräber. Ich sah, wie seine roten Augen mich anstarrten, Frau Walker. So etwas vergisst man nie wieder. Wenn ich unter Wasser bin, wie öffne ich dann die Schleusen? Sie werden von Stahlsperren gehalten. Lösen Sie die einfach mit Hilfe des Mechanismus. Na gut. Klingt kinderleicht. Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Ihr könnt euch denken, warum ich lache, weil das war genauso wie mit dem Bürgermeister, wo ich mir gedacht habe, okay, läufst jetzt hier an was vorbei, was du sowieso irgendwann brauchst. Also ich mache das Spiel jetzt nicht schlecht, also das soll es nicht bedeuten. Das ist jetzt nur, weil das ist so ein typisches Point-and-Click-Phänomen, für, so nenne ich es mal. Dass wenn du glaubst, du kommst jetzt irgendwo vorbei, okay, denkst dir, naja, da muss ich vielleicht nicht hin unbedingt, das könnte einfach werden. Oder es wird einfach übersehen. Nein, das wird nicht übersehen. Das kommt auf dich zu, knallhart, das musst du machen. Und jetzt darf ich nochmal hier hinterlaufen. Irgendwo ist es schon witzig.
Ja, ich bin ja auch froh, dass ich hier loskomme. Ja. Und das Pult hier vorne, hat das noch einen Sinn? Frage ich mich jetzt auch. Vielleicht muss ich da auch noch irgendeine Art Schlüssel reinstecken, den ich finden muss. Ja, mal die dumme, die komisch zusammengesponnene Möglichkeit, ja. Das Pult, was die ganze Zeit so dort steht und irgendwie so überhaupt keinen Sinn macht, könnte man ja nutzen, indem man da noch eine kleine Aufgabe reinspielt mit. Und ja. Brauch noch einen Schlüssel. Ui, ui, ui. Da kommt nicht mal die Musik mit. Habt ihr es gehört? Hat gerade die Musik aufgehört. So, da sind wir. Ich habe Ihnen den Schuppen geöffnet. Das ist schön. Bitte nicht laden wieder. Oh, alter Schwede. Zieh doch nur einen Anzug an. Okay, es war nicht so lang. Okay, was gibt's sonst noch hier in dem Schuppen zu sehen? Das ist natürlich wichtig, ja. Was ist das wieder für ein Mechanismus? Es ist wieder am... Ich brauche etwas zum Füllen. Ach so. Das wäre dann die Luft. Was? Ah. Ah. Nein, nicht hier jetzt. Ach so, ich muss ich auch noch verschieben, damit ich rankomme. Schieberätsel. Das ist ein einfaches Schieberätsel. Ich brauche etwas zum Füllen. Ja, ich habe es schon wieder gehört. Ich brauche etwas zum Füllen. Aha, dort haben wir was. Das ist was zum Füllen. Zum Glück ist alles im Schuppen. Hier ist nichts mehr, ja. Das sind nur die Klamotten zum Rumschieben, oder? Nein. Dachte, ich entdecke noch ein Geheimnis. Okay, dann lass uns mal was hinstellen zum Füllen. Und zwar, wieso bin ich immer auf die Akten? Zack, 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 zack. Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Ja, wie immer. Ich habe natürlich wie immer was übersehen. Kennt sich jemand aus mit? Mit dem Füllen von Gasflaschen, von Sauerstoffflaschen. Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Geht das wieder los? Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Die Frau wird mir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit erzählen, dass das alles keine richtige Einstellung ist. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Soll ich es jetzt ganz unten versuchen?
Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Zwei. Ja, zwei Flaschen normalerweise füllen. Was fällt auf das zurück? Genau in die Richtung geht's ja auch. Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Deine Einstellung ist auch nicht richtig. Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Boah, wie soll ich denn die richtige Einstellung rausfinden? Leute, ist dann wieder so. Ich hab doch keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Ich weiß doch nicht, wie man den Druck einstellt. Woher soll ich denn sowas wissen? Das in Mitte herstellt, weil das auf die Mitte. Okay. Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Ist unten irgendwas grün, was das sein muss? Das kann nicht die richtige Einstellung sein. Ich muss mal die Flaschen prüfen. Kann ich die wieder rausnehmen oder muss ich jetzt hier oben schon wieder alles wegstellen, umstellen, ausschalten, einschalten, aus, aus die Maus. Steht hier nichts. Steht nichts. Das kommt mir zu wenig vor. Oh! Oh! Ich war jetzt... Oh! Jetzt gerade geschwiegen. Oh, hier habe ich alles zusammen, ja. Da muss ich nicht nochmal hin. Also, okay, dann habe ich es wohl richtig gemacht. Was mir zu wenig vorkam, war doch ausreichend. Erstmal das Größte, erstmal alles fast zum Explodieren bringen. Okay, ist ja nicht passiert, aber normalerweise würde das passieren bei Überdruck. Ich habe Ihnen den Schuppen geöffnet. Na, das hast du. Und rein muss ich wohl bestimmt hier. Nein.
versucht die ganze Geschichte erstmal. Oh, nicht so schnell, immer Controller, mein Gott. Xbox, bitte. Hier war doch gerade was Blaues, was geleuchtet hat, oder? Nicht. Na los. Ich bin nicht klaustrophobisch. Dann benutzt den doch. Der sollte mich trocken halten. Hoffe ich. Jetzt kann ich damit tauchen gehen. Ja, die Frage ist nur, wo? Wo? Ich habe Ihnen den Schuppen geöffnet. Wo soll ich denn damit tauchen? Vom Schuppen drin aus oder was oder wie? Was ist jetzt wieder falsch? Oh, echt, das muss man erstmal wissen. Ey. Ich dachte, das wäre ein Donnerbalken oder irgendwas. Scheißhäusle. Was? Sah zumindest so aus. Klopapier und alles ist ja da. Und jetzt bin ich so gespannt. Ey. Zahnräder, ah, da war alles klar, Zahnräder. Die muss ich erst sammeln. Schlüssel. Habe ich viele jetzt gesammelt, oder? Ja, nur hier oben hin, ne? Habe ich jetzt 3 Stück habe ich gesammelt, ja. Okay, das ist hoffentlich nicht so schwer. Probier das erste aus. Fällt runter. Versuchen wir etwas anderes. Wo bin ich? Ich bin hier oben. Da ist ja das. Nicht alle mitreißen, bitte. Dann kommt das dorthin.
muss das denn greifen? Das muss hier oben greifen. Also. Ja, ich weiß. Wieso soll ich das benutzen? Oh, der Part wird lang. Ich hoffe, das klappt auch mit dem Ton, dass das alles so übergeht. Das sieht nicht so aus, als ob das hier passt. Das hier oben, das ist auch nichts Passendes. Ja. Muss ein Großes sein. Habe ich kein Großes. Greift doch hier nichts. Wenn ich hier drehe, greift nichts. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Unmöglich. Also hier fehlt noch eins. Tor, okay. Hier greift nichts, also wegnehmen kann ich die nicht mehr, also fehlt mir noch ein einziges. Ich kann die Schleusen nicht öffnen, solange die Riegel aktiviert sind. Ja, das ist mir klar, aber trotzdem muss ich doch noch ein Zahnrad finden. Das ist bestimmt am A der Welt. Seite ist auf. Okay, jetzt brauche ich noch ein Zahnrad. Okay. So spannend wie das hier ist, ich möchte nicht immer an irgendwelchen steifen Pflanzen hängen bleiben. Nicht cool. Nicht cool. Sollte ich überhaupt rausgehen? Meine Frage ist eigentlich nur, wo das letzte Zahnrad ist. Stirbt man auch in Siberia? Auch noch sowas, auch noch. Schön. Was um alles in der Welt hinterlässt solche Spuren? Ja, das kann ich dann auch. Das kann ich nur teilweise beantworten. Na, dann ist das kein Zahnrad, was mir gefehlt hat. Dann ist das die Kette. Kanister oder was.
Okay, das war jetzt relativ einfach. Ich kann die Schleusen nicht öffnen, solange die Riegel aktiviert sind. Ja, hör auf rumzuheulen. Ich bin noch gerade dabei, meine Güte. Mädel, du bist so weinerlich drauf. Na also. Güte, ey, ich denke schon wieder, ey, was ist noch für ein Rätsel? Na, endlich. Halleluja, sag ich mal. Auch wenn ich nicht gläubig bin. Aber ich glaube dran, dass es funktioniert. Und hoffentlich jetzt die Abreise kommt. Ja, es dauert wieder, sich erstmal umzuziehen. Gut gemacht, Kate. Ich hätte es selber nicht besser gekonnt. Puh, wenn jetzt alles bereit ist, hole ich sofort die Yukol. In der Zwischenzeit treffe ich die letzten Vorbereitungen. Wenn sie mit den Nomaden zurückkommen, müssen wir nur noch ablegen. Großartig. Bis bald, Kapitän. Oh Mann, das war eine Tortur. Es ist abgesehen, es hat gespeichert und ja, der Part ist ziemlich lang, aber es ist halt auch ein Adventure, da passiert das schon mal. Okay, da würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, ihr wart bis hier dabei. Würde mich sehr freuen. Ja, lasst Kanal-Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Siberia 3. Bis dann, ich bin erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss.